Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es geht mal wieder um Let's Vote. Ja, ich nenne es jetzt Let's Vote, nicht mehr Let's, wie ich es auch immer vorher genannt habe. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das eine Video gelöscht habe, weil das hat sich für mich erledigt. Und ich habe jetzt noch 4 Stück rausgeschrieben. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, jeweils ein Ego-Shooter und ein Strategiespiel zu wählen. Also Star Wars Battlefront oder Metro 2033 und Company of Heroes oder Anno 1404. Also wenn ihr jetzt Anno 1404 und Company of Heroes schreibt, dann muss ich euren Kommentar leider löschen. Und ja, und so, ja, weil dann habe ich ein Ego-Shooter und ein Strategiespiel und das ist dann recht abwechslungsreich und auf die 4 hätte ich auch Lust. Ich finde schade, dass Half-Life keiner wollte, das wäre bestimmt auch mal interessant gewesen, aber naja, was soll man machen? Weiterhin werde ich natürlich auch meine Nebenprojekte weitermachen, wie ab und zu mal eine Runde Battlefield oder irgendwie, keine Ahnung, eine Runde Crisis oder Rouge oder mal Blended Side, wenn ihr das wollt. Dann natürlich, wenn irgendwelche, also wenn ihr als Abonnenten oder auch Zuschauer, wenn ihr es nicht abonniert habt, weil ihr keinen YouTube-Kanal oder so habt, auch nicht schlimm, uns irgendwie eine Nachricht schreibt, okay, wie sollt ihr uns eine Nachricht schreiben, wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt? Egal, ihr werdet es schon irgendwie hinkriegen, in Skype oder so. Oder per Steam-Gruppe, ist ja jetzt egal, wenn ihr uns jetzt zum Beispiel schreibt, hier, ja, ich habe hier voll das geile Spiel, irgendwie free to play, oder hier kriegst du einen Link zum Crack, dann werde ich natürlich da auch mal mitspielen und wenn ihr wollt, auch ein Video machen. Also, ja, das sind dann halt meine Hauptprojekte, ich kann es ja nochmal zeigen, also jeweils 2 davon. Und ja, das war's eigentlich soweit. Ja, ich habe Star Wars Battlefront 2 gerade eben nebenher installiert und habe gedacht, während das kann ich das Video machen. Und ja, dann, ciao Leute.